willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Technik Pack. Anlauf Nummer 10, gefühlte 10.000. Ja, man sieht, ich bin an einer anderen Stelle und habe ein bisschen Zeugs abgeerntet, ne? Da hat sich einfach mal, glaube ich, dreimal mein Grafikkartentreiber hat sich ein paar Mal gemeldet und hat dann das Spiel einfach beendet. Mit Error Code 3, keine Ahnung, was weiß ich. Und jetzt lief es alles. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich die Auflösung ein bisschen zu klein hatte und wollte das Bild hier größer schieben, ne? Also ich muss es ja alles immer per Hand einstellen. Ich habe ja noch einen 4:3 Bildschirm. Und ziehe den immer per Hand groß mit der Vorlage. Und da denkt sich dann einfach mal, dass Java das abscheißen muss. Und ich bin langsam so ein bisschen, ja, nennen wir es angepisst. Aber immer weiter positiv denken. Immer positiv denken. Und ihr habt noch nichts verpasst. Ich habe nur die Felder abgeerntet. Und ja, habe ich irgendwas erzählt? Ja, ich habe erzählt, dass uns doch noch etwas fehlt, um die Maschinen zu bauen. Und zwar Redstone. Ich habe mich so auf die alten Steam. so auf die alten Erze fixiert, dass ich die neuen komplett vergessen habe. Und mir wurde gesagt, dass sich Vulkane ausbreiten und wenn der jetzt hier unser Haus antätschelt, dann werde ich langsam wütend. Denn man sieht schon irgendwie, der war ja vorher nur da und jetzt ist er da. Ich hoffe, der breitet sich jetzt nicht so extrem aus. Wusste ich aber eigentlich auch nicht. So, wer hat mich jetzt angeschrieben? So, danke. Ja, ist alles ein bisschen stressig. Ich durfte auch meinen PC komplett neu machen. Erzähle ich jetzt auch das 10. oder 20. Mal circa. Und, ja, also richtig schön. Der ist komplett abgeschissen. Ging überhaupt nichts mehr. Ja. Der war andauernd ausgelastet und hat sich einfach mal gedacht, nö, ich mache jetzt nichts mehr. Braucht 10 Minuten lang zum Öffnen vom Taskmanager. Uns fehlt noch ein bisschen Eisen. Oder? Ja, zwei fehlten es noch. Also es ging wirklich überhaupt nichts mehr. Und daher habe ich mir einfach gedacht, machst du den Computer einfach mal komplett neu und ja, habe jetzt nur das Wichtigste drauf. Sprich, Treiber für alles drum und dran. Minecraft eben, Aufnahmeprogramme und sonst eigentlich gar nichts. So, ich fütter den jetzt hier mit allerlei Müll, den wir nicht brauchen. Friss. So. Gut. Oh. Hoppala. Nicht ans Mikro kommen. So. Ich hoffe, jetzt klappt es einigermaßen und kackt nicht wieder ab. So, und dann gleich wieder schön in den Cave runter und weitersuchen nach Zeugs. Aber erstmal noch kurz eine Truhe machen, eine weitere. So. Hier hin. Huch. Ach ja, wir können ja zoomen. Wir haben ja Optifine drin. Habe ich komplett verpeilt. Kann weg. Nee, nehme ich mit. Ein Cave ist mal wichtig. Nehme ich auch mit. Kann weg. Und aus dem restlichen hier Zeugs mache ich mir jetzt noch Brot. So. Na, haben wir jetzt knapp ein Stack Brot, das passt ja. Das kann auch alles weg. Und dann werde ich nachher die Dings da auch wieder neu anpflanzen. So, eine große Schlange. Sehr große Schlange. Noch eine große Schlange. Ich gehe außenrum. Nur gezogen, Checkpoints. Nicht Checkpoints. So. Waypoints. Ach ja, die werden alle gelöscht. Die werden ja alle gelöscht, wenn man auf einem neuen PC ist. Kacke. Die werden nämlich, glaube ich, irgendwie in dem Cache-Dings da, keine Ahnung wo, gespeichert. Frag mich nicht. Und jetzt habe ich ja nur die Saves reinkopiert und anscheinend wird es nicht in den Saves gespeichert. So, das heißt, wir dürfen jetzt suchen, wo der Cave war oder einen ganz neuen suchen.
Wie den hier. Obwohl der eigentlich ganz geil war, weil da hatten wir auch... Huch. Hatten wir auch einen großen Eingang. Ne, den nehme ich nicht. So, also direkten Eingang nach unten, aber das sieht auch gar nicht schlecht aus. Ja. Das bietet sich doch schon mal an hier. Das heißt, ich setze mir hier schon mal einen neuen Waypoint. Wie nennen wir den? Ich mache den komplett schwarz. Und wir nennen ihn... ich habe das Gefühl, dass die Musik zu laut ist, aber so nennen wir ihn nicht. Ich nehme einfach Cave 1. Komplett einfallslos. Aber egal. Puh. Achso. Hab ich gerade gewundert, boah, Alter, was war das denn? Hat jetzt gedacht, das kackt schon wieder ab. Aber war nur der Waypoint-Strich da, der da oben. So. Und ja, Musik, mach einen Kopf zu. Jetzt werd leiser, bitte. So, und... einen kleinen Weg downstairs. So. Huch, nicht runter. Nicht runterfallen. Was ist denn hier gerade so hell geworden? Warum ist hier Licht? Ach, darum. Gegen das Licht habe ich nichts. Jetzt fließt da Lava runter und sifft uns zu. Das wäre extrem gut gewesen. Auch für unsere Gesundheit. Ah, na du? Komm mal her. Ach, komm mal her. Oh, hast du ein Schwert im Kopf zu stecken? Das tut mir jetzt aber leid. Ich brauche eine Brille. Das sieht irgendwie unscharf aus. Naja. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Texture Pack jetzt fertig runtergeladen habe. Sonst muss man das ja alles hin und her reinschieben. Hab's jetzt einfach fertig gemacht. Kann ja sein, dass... Ja, ich glaube, die Texturen sind in einer anderen Auflösung. Das Texture Pack hier ist 128 und die Texturen scheinen mir mehr so 1 zu sein. Na, vielleicht nicht ganz. Das werde ich auch nochmal fixen, aber ich musste jetzt, wie schon gesagt, alles schnell zusammenfuchteln hier. Hatte nicht besonders viel Zeit. So, und weiter runter. Oh, das sieht aber böse aus da unten. Also böse dunkel. Ach so. Oh. Eine Ravine, oder? Nee, keine Ravine. Einfach nur mega mäßig tief. Ah, noch andere Musik an. Ah, ist ein bisschen gruselig, aber passt jetzt nicht besonders. Habe ich noch meinen Playlist-Ordner auf? Ja, habe ich. Ich bin vorausschauend. Und? Geht doch. So, wo lang? Wo runterbauen? Ach, weißt du was? Ich mache es einfach auf meine Art. Und baue mich jetzt hoch. Ah, erstmal ein bisschen ausleuchten. Denn jetzt von Zombies so angeschießen zu werden, macht doch keinen Spaß. Habe ich Pfeile mit? Nö. Okay. Aber da geht es anscheinend ziemlich weit runter. Das heißt also, Redstone werden wir hier sicherlich finden. Na du, oh, guck mich nicht so böse an. Ich habe dir nichts getan. Du bist derjenige, der mich essen will. Ich will dich nicht essen. Also ich kann dich danach essen, nachdem ich dich umgelegt habe, aber es tut mir nicht so gut. So. Haben wir schon mal einen Weg nach oben. Und jetzt ein bisschen Kupfer abbauen. Schadet ja nie. Es sei denn, unter dir ist ein Zombie und du fällst runter. Und stirbst einen qualvollen Tod, weil dich der Zombie zerfleischt. Dann schadet es dir doch, aber nur ein wenig. Ich hoffe, es läuft alles. Wenn jetzt irgendwas nicht läuft, ich gucke, ob die Aufnahme läuft. Wenn das jetzt nicht läuft, dann schreie ich hier alles zusammen. Die ganze Welt. Dann explodiere ich. In einer Atomexplosion, dann wird die ganze Welt komplett zerstört, vernichtet. So. Da ist auch Zinn, habe ich gerade gesehen, da unten links. Da unter dem Wasser da gleich dann. Nehme ich dann auch nochmal mit. Aber jetzt mache ich das Wasser hier aus. Brauche ich nicht, ich bin Gamer. Gamer brauchen kein Wasser, die waschen sich mit ihrem Schweiß. Nein.
So. Ja. Dann eben nochmal. Ja, also wie schon gesagt, hier Gamer waschen sich mit ihrem Schweiß. Die brauchen keine Seife, die nehmen Rotze und mischen das mit dem Schweiß zusammen und dann haben sie ihr eigenes Dingsterbumster kreiert. Ihr wisst schon, was ich mit Dingsterbumster meine. Ich weiß es nur gerade selber nicht. So, jetzt ist Wasser hier abgedreht. Und unsere, ja, auch weggespült. Halt's Maul da unten. So, hier sind die Fackeln, okay. Hier war gerade noch, nee, hier ist das Zinn. Das verpixelte Zinn. Na, hier noch irgendwas Böses. Sicherlich viel, aber hoffentlich nicht hier in unserer direkten Nähe. Oh nee, keine Maus an der Lava. Das ist eine miese Kombi. Eine miese, miese Kombi. Wer weiß, vielleicht finden wir, wenn wir jetzt noch weiter tiefer gehen, da unten, da hinten sieht es ja aus, als ob es da noch ein wenig weiter ins Höhlchen geht. Vielleicht finden wir ja auch noch Diamanten. Ist zwar erstmal nicht mein Hauptziel, aber... Fick dich, Maus. Wäre doch ein netter Nebeneffekt und ich höre so viel von der Musik, also die ist wirklich wahnsinnig laut. Geht doch. Ich habe das nicht umgestellt. Das war das Programm. Hat mich gehört. Mein Computer ist nämlich höchst intelligent. Höchst intelligent ist der. Ja, ja. So. Oh, nee. Oh, geil. Ja, also der Kristall verschwindet einfach. Ich dachte, der zerfällt, aber... anscheinend nicht. Hier gehe ich noch nicht hoch, runter. Da kann auch nichts hoch zum Glück. Aber hier kann was runter, von hier kann wahrscheinlich auch die Maus oder beziehungsweise Ratte. So, einfach mal hier alles ein bisschen ausleuchten und mich erschrecken. Boah. Dodging like a boss. Und Fackel zerschlagen like a boss. Und auf die Fresse bekommen like a boss. Und boah, bam. Digga, ich verklopp euch alle. Und ja, Cobblestones platzieren anstatt A und jetzt kriegst du aufs Maul. Oh yeah. Purer Skill. Reflexe wie eine Katze. Eine tote Katze. So, hier noch was im Marbel. Da geht's weiter runter, aber da will ich nicht runter. Aber da ist, glaube ich, Silber, oder? Das ist Silber, ja. Pixeliges Silber. Ist noch mehr wert als das normale. Nur mal so als Anmerkung. Also das ist richtig viel wert, das Pixelsilber. Oh, eine Katze. Eine süße, miese Katze. Bisschen Kohle. So, Höhe 39. Auf welcher Höhe findet man Redstone? Auch 16? Oder war das höher? Oder niedriger? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ungebildet. Heuchelt mich. So, noch ein bisschen Zinn. Auf die Uhr gucken, obwohl nämlich wieder wenig Zeit. Wie jedes Mal eigentlich. So. Wahrscheinlich ist die Musik viel zu laut. Muss sie wieder leiser stellen, manuell. Und ich muss sagen, dieses mit dem pixeligen Zeugs hier sieht echt megamäßig hässlich aus. Aber ich frage mich gerade, warum das Eisen pixelig ist. Weil das gehört doch eigentlich nicht zum Industrial Craft. Das gehört ja eigentlich schon zum normalen Minecraft, oder? Die haben, ach ja, man kann ja das Refined Iron machen. Vielleicht haben die damit irgendwas jetzt in Verbindung gesetzt. Das Refined Iron ist einfach das normale Eisen nochmal gebacken. So, heilige, heilige. Ui, da geht's tief runter. Das heißt, da ist die Erfolgschance auf Diamanten dann schon höher. Aber erstmal Redstone. Redstone geht vor. Boah, geht sie tief runter. Boah, was ist das da? Das sieht aus wie ein fliegendes Pferd. Ich glaube, das ist eines von diesen... Wie heißen die? Apokalypse-Pferde? Pferde oder sowas? Kann ich die von hier treffen? Nein. Okay, mach nichts Dummes. Ich komme jetzt zu dir rüber. Ich will dich nur streicheln und dir eine Karotte geben. Aber es gibt sie ja noch nicht in der Version. Nein. Gib mir aufs Maul. Nein, noch weiter rüber.
Oh nee, du Skelett. Ich hab schon so eine Befürchtung, was gleich passiert. So. Improvisierter Schutzwall. Und bringt gar nichts. Und Creeper. Okay, wenn das Skelett hier darunter schießt, dann sind wir am Arsch. Die sterben. Boah, wir treffen das schon wieder nicht, ey. Stirb. Ja. Sieg. Hoffentlich haben wir so ein komisches Herz bekommen. Muss ich gleich mal nachgucken, aber erstmal einen Wasserhahn abdrehen. Und bisschen was abbauen hier wieder. Wir werden wahrscheinlich nie aus hier rausfinden und elendig verrecken. Na du? Ja, Breakdance Creeper. Lass ich mein Leben zuerst. Oh, das hat aufgehört. Er will nämlich nicht, dass er beobachtet wird. Oh. Ja, nicht reden und die Musik ist viel zu laut. Oh lol, was machst du denn hier? Verpiss dich, Breakdance Creeper. Na komm, und tot. Nix, nix. Gefahrensituation nicht vorhanden. Minenschacht gefunden, check. Okay. Boah, ist da viel Erz. Ach du Scheiße. Gut. Wir haben einen Minenschacht. Das heißt, wir werden hier wirklich nie wieder rausfinden. Ach du Scheiße. Gold. Erstmal, Alter. Boah, das ist... Stirb. Wow. Oh. Boah, Zang aufs Maul. Okay, da rennen wir also im Kreis. Das heißt, komm mal runter, Musik, Alter. So, Silber, Gold, Minenschacht, viel zu groß, orientierungslos. Let's die, Minecraft. Letzt niemals find aus der Höhle wieder raus, Minecraft. Ah, vielleicht sollte ich meine Fackel platzieren. Es ist nämlich noch etwas dunkel hier. Gold können wir aber auch gut gebrauchen für Goldskabel. Und es ist ein guter EMC-Lieferant. Weil, hatte ich schon gesagt, glaube ich. Alter, Musik, jetzt kommt noch mal runter. Ich schalte um. Danke. Ah, ich bin ruhig. Im Gegensatz zum anderen Lied ist es ruhig. Okay, So. Hier sieht's uninteressant aus. Och, schwimm doch mal hoch, ey. Die Kante ist 10 cm hoch, da kannst du doch hochschwimmen. So. Und weiter. Und noch mehr Kupfer. Und noch mehr Kupfer. Und noch mehr Kupfer. Dann will ich jetzt gleich mal den Rest der Mine hier, also nicht der Mine, den Rest des Caves hier so ein bisschen hinter mir lassen und dann in die Mine gehen. Denn das interessiert mich jetzt ja doch, was da so alles im Verborgenen ist. So, nochmal hier ein bisschen ausleuchten. Boah, irgendwie leckt meine Maus gerade so ein Stückchen. Also steuert sich nicht mehr so richtig gut. So, wir haben hier ein bisschen noch was mit. Nicht alles, ist viel zu viel. Bin ich viel zu faul für. Ihr wisst ja, wie ich bin. Nur das Nötigste abbauen, den Rest, der kann mich mal. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn Gronkh den Mod spielt. Der will dir mal alles mitnehmen. Ha. So, und weiter, und weiter. Nom, nom. Ja, geht's euch so, geht euch gut, ne? Mir geht's gut, super. Alles bestens, spitze, top. Morgens wieder Schule. Heute ist Sonntag, wunderbar. So. Kohle, nö.
brauche ich zwar unendlich von, aber nö. Eisen. Noch mehr Kupfer. Also hier, wir haben wirklich, also Erze haben wir hier genug. Ich denke mal, wenn wir einmal wirklich mit dem, wenn wir den Alchemie-Bag haben, das ist ja wirklich ziemlich viel Platz noch da drin, ne? Und dann einmal durch den Cave rum durchgehen, wirklich alles mitnehmen würden, ich glaube, dann hätten wir genug Ressourcen für 10 Millionen Episoden. Es erkältet euch ja wieder so ein komisches Pferd oder was auch immer. Oder was auch immer das war jetzt, dieses komische... Ja, ich glaube, das ist wieder so ein Fliegepferdchen. Ach, weiß gar nicht, haben wir jetzt von dem eigentlich so ein Herz bekommen? Nö, schade. Alter, das ist voll gruselig, das Geräusch, Mann. Wenn ich jetzt hier wirklich in der Mine wäre, dann würde ich mich, glaube ich, sowas von bepissen. Vor Angst. Rubine. Ich habe doch irgendwas laufen hören gerade. So, und jetzt hier hoch. Juhu. Und nie wieder runter. Oh, das ist... Ah, nee. Okay. Okay. Nee, da lang gehe ich nicht. Ich weiß, ich laufe an 1000 Ärzten vorbei. Na und? Lasst mich doch. Ach, du Heiliger. Alter, fuck, ey. Es geht ja mal gar nicht klar hier. Nee. Nee, boah, Alter. Viel zu groß. Eine Truhe. Vielleicht mit Glück irgendwie... Ach, das Fliegepferdchen. Ja, ein Diamanten. Unser erster... Ich erschrecke mich bei der Musik irgendwie immer. Unser erster Diamant und... Melon Seeds haben wir auch. Sprengpulver, kannst weg. Und das nehme ich noch mit alles. So, hier ist Ende und ich mache auch gleich Ende. So, ein bisschen Eisen mit einsacken. Und Kupfer, nicht Kupfer, Zinn. Und sonst, ja, ich latsch an allem vorbei. Ich nehme nur das mit, was direkt erreichbar ist. Wo ich keine Umwege machen muss, nicht irgendwie hochbauen. So, noch mehr Kupfer. Viel zu viel. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir davon jetzt schon. Wir haben mindestens wieder ein Stack, oder? Mit Kupfer haben wir mindestens ein Stack wieder. Die Musik passt überhaupt nicht zur Atmosphäre, gerade ist mehr so eine Einschlafatmosphäre hier. So. Ein bisschen Quecksilber, das war gerade Quecksilber, dieses rote da. Das kann man später benutzen für Stormcraft. Das wird erst ganz spät kommen, denke ich mal. So, okay. Wir haben... viel gefunden, oder? Geht eigentlich, ja. Huch, wir haben nur so wenig Kupfer. Ich dachte, sie hätten viel mehr. Hat sich voll viel angefühlt, Mann. Naja. Egal, dann mache ich jetzt erstmal einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet das Video, je nachdem, wie ihr es fandet. Wenn ihr ein Abo für mich übrig hättet, wäre das ganz lieb. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode von Let's Play Minecraft Technik Pack. Bis dann.